Herzlich willkommen zu einer ersten Sendung persönlich hier bei Bibel TV. Ich grüße Sie recht herzlich. Viele prominente Gesichter werden Sie in dieser Sendung wiederfinden. Ob Sie Sportler sind, ob Sie Schauspieler sind oder auch Komödianten, alles wird hier in der Sendung zu finden sein. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und dass Sie natürlich jetzt gespannt auf unseren ersten Gast sind. Es ist ein Schauspieler, den Sie mit Sicherheit aus vielen ZDF-Sendungen kennen. Er ist ein Mensch, der ganz nach oben wollte und hat es auch geschafft, denn er ist der Rettungsflieger aus der Serie Die Rettungsflieger. Herzlich willkommen. Wir haben ihn hier, unseren Freund. Herzlich willkommen. Wir grüßen dich, lieber Oliver Hörner. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Oliver Hörner, Schauspieler seines Zeichens. Du bist über 10 Jahre in der Sendung Die Rettungsflieger zu Gast gewesen und hast allabendlich die Leute unterhalten. Das war wirklich eine tolle Show sozusagen, eine Luftshow kann man schon sagen. Du bist gelernter Schauspieler, aber wir wollen ein bisschen was von Oliver Hörner erfahren als junger Mensch und wollen mal fragen, du lebst jetzt hier bei Hamburg, wo bist du eigentlich geboren? Also geboren bin ich in Krefeld, das war 1967, also doch schon eine Weile her. Ich bin jetzt 41 Jahre alt. Wie gesagt, geboren in Krefeld und dann bin ich aufgewachsen im Rheinland, in Neuss. Das liegt bei Düsseldorf, ein etwas kleinerer Ort. Die Neusser mögen mir verzeihen, aber es ist ein etwas kleinerer Ort. Ja, das war eine Jugendzeit, dort habe ich 14 Jahre gelebt. Ja, das kam eigentlich auch daher, weil meine Eltern am Rheinischen Landestheater dort gearbeitet haben. Also meine Eltern sind auch beide Schauspieler. Und wie gesagt, haben dort am Rheinischen Landestheater gearbeitet. Und somit war das natürlich auch meine Heimat. Da kommen wir gleich etwas später noch drauf zu sprechen, wie du dann Schauspieler wurdest. Wie deine schöne Geschichte. Schöne Geschichte. Seien Sie gespannt, meine Damen und Herren. Wir wollen aber noch ein bisschen was erfahren von dir. Genauer gesagt, du bist zur Schule gegangen. Zu welcher Schule? Das war, also angefangen klar auf die Grundschule, wie jedes Kind. Das war die Burgunder-Grundschule in Neuss. Dann bin ich gewechselt auf das Marie-Curie-Gymnasium. Da hat es mir überhaupt nicht gefallen, komischerweise. Und Wieso nicht? Also das war ein sehr elitäres Gymnasium. Also ich meine, das war zu der damaligen Zeit etwas so upper class. Ich meine, gut, heute ist es ja auch noch so, aber dieses Gymnasium war sehr elitär. Und ich hatte dort Schwierigkeiten mit einigen Lehrern. Und dann haben meine Eltern entschieden, mich runterzunehmen und mich auf eine Privatschule zu geben. Und dann bin ich auf die Neue Neusser Privatschule, kann ich nur empfehlen an alle Neusser. Neue Neusser Privatschule, eine tolle Schule mit sehr coolen Lehrern. Da war ein Austausch da, da war ein interessanter Unterricht. Es war einfach, ja, es war eine gute Zeit dort, die ich nicht auf dem Gymnasium haben könnte, weil ich mich dort eben nicht wohlgefühlt habe. Also auch gute Lehrer, ne? Absolut gute Lehrer. Zu den Lehrern nochmal, gab es einen Lieblingslehrer? Ja. Gott, wie hieß denn der? Das war der Geschichts- und Sportlehrer. Ich komme nicht auf seinen Namen, leider. Aber zumindest, wenn er die Sendung sieht, wird er dich erkennen. Ja, auf jeden Fall, er wird mich erkennen. Das war dein Lieblingslehrer. Ich komme nicht auf seinen Namen. Vielleicht im Laufe des Gesprächs. Manchmal hat man das ja. Das ist ja gar kein Problem. Wir kommen ein bisschen auf deine Eltern zu sprechen. Du sprachst es am Anfang schon an. Mhm. Schauspieler waren sie beide beim Landestheater. Mhm, beide. Und wie hast du den Kick bekommen? Weil meistens sind die Kinder ja so, dass sie sagen, nee, ich möchte nicht das noch machen, was meine Eltern gemacht haben. Ich mache was ganz, ganz anderes. Du hast aber gesagt, ich möchte auch Schauspieler werden. Also eigentlich war es lange Zeit so, dass meine Eltern mich vor diesem Beruf gewarnt und auch ferngehalten haben. Wie jedes Kind oder wie jeder Junge wollte ich mal Feuerwehrmann werden. Ich wollte mal Pilot, Rennfahrer. Als ich ein bisschen älter war, so 10, 11, wollte ich dann Tierarzt werden, weil ich immer einen Hang zu Tieren hatte. Ich habe auch komischerweise immer verwundete Tauben gefunden, die ich zu Hause gefüttert habe und aufgepäppelt habe. Also das war dann so mal ein Weg, den ich einschlagen wollte. Aber das Merkwürdige war, meine Eltern, wie gesagt, immer beim Theater gearbeitet und haben dann erzählt, oh, die Proben waren heute wieder so anstrengend und die Vorstellung, das Publikum, es war alles heute nicht so. Es war schon Interesse da. Dann kamen natürlich auch sehr viele Schauspieler zu Besuch. Also meine Eltern haben auch mit Willy Milovic gearbeitet sehr lange und der war dann... Haben Sie auch gespielt? Sie haben auch gespielt, in Köln. Sie haben auch, das war dann ein bisschen später, komme ich auch gleich zu. Auf jeden Fall... habe ich dann Schauspieler kennengelernt, so ein bisschen in dieses Business reingerochen und ich fand es eigentlich immer ein bisschen interessant, aber es war nie so mein Weg. Und mit 14 habe ich dann meinen Vater gefragt, du Papi, ich möchte mir das gerne mal ansehen. Ich möchte mal gerne wissen, was du da so treibst. Du kommst immer nach Hause und lernst Text und man muss immer ganz still sein, wenn du Text lernst und was passiert da eigentlich? Ich möchte es kennenlernen. Und mein Vater fing gerade an mit einer Tournee, eine Theatertournee durch verschiedene Orte in Deutschland. Und zwar war das die Geschichte des Jean-Paul Marat. Mhm. Und Inszenierung machte der Christian Quadflieg.
Ja. Und mein Papa hat gesagt, okay, komm mal mit auf die erste Probe. Hat mich also dem Christian vorgestellt und Christian sagt, ach, du bist der Oliver, ja, setz dich mal hin, wir haben die erste Leseprobe. Also im Theater fängt man mit einer Leseprobe an. Sehr interessant. Also da hat man sich... Möchtest du die Fragen mal vorlesen, die jetzt leider kommen? Nein. Du hast gesagt, ich soll ausholen. Ich hole aus. Wir haben so viel Sendezeit. Ich hole aus. Das ist das Schöne dabei. Wir können heute alles hier von dir erfahren. Aber bevor du weiter erzählst, du warst 14, möchte ich doch mal wissen, du bist katholisch. Ja. Du bist, hast dann sozusagen die Kommunion auch, nicht? Mhm. Habe ich auch empfangen. Erzähl, ich war ein bisschen, sogar mal Messdiener. Ja, ich war Messdiener. Da musst du uns was erzählen. Da muss ich euch was erzählen. Ja. Erzähl mal bitte. Also eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, war das so meine erste Theateraufführung. So als Messdiener bekommt man ja dieses hübsche Kleidchen an und man darf auch mal klingeln und vielleicht auch ein bisschen Weihrauch schwenken und so. Das war damals, Gott, wie alt war ich da? 10? Mhm. 9, 10, sowas? Ja. War das für mich eine ganz spannende Sache. Wir hatten auch einen tollen Pfarrer, Pfarrer Baranowski, auf den Namen komme ich übrigens. Schwerthöfer hieß der Lehrer. Dann haben wir das auch wiederum, meine Damen und Herren. Sie wissen, als Sie gerade neu zugeschaltet haben, wie hieß dein Lehrer, der so gut war? Schwerthöfer. Jetzt haben wir es gut. Geschichte und Sport. Ganz genau. Falls Sie da gerade zuschauen, das ist aus dem Jungen geworden. Ein Rettungsflieger, ja. Ne? Und guter Schauspieler. Danke. Erzähl bitte weiter. Ja. Du hast Pfarrer Baranowski, ja. Genau. Ein toller, junger Pfarrer, der tolle Predigten hielt, interessante Predigten. Und er fragte mich irgendwann, weil wir auch regelmäßig mit der Familie dann sonntags irgendwie in die Kirche gegangen sind. Und er fragte mich irgendwann, möchtest du nicht bei mir ein bisschen den Messdiener machen? Ja, und was ist das da für eine Aufgabe, was muss man machen? Sag, das ist alles ganz, ganz nett und wir gehen dann rein und bei bestimmten Stellen musst du mit der Glocke klingeln und vielleicht gibt es auch mal ein bisschen Weihrauch. Ja, warum nicht? Das mache ich mal. Und das war eine ganz witzige Sache. Wir sind dann auch auf Jugendfreizeiten nach Schweden gefahren mit diesem Pfarrer Baranowski in ein Zeltlager. Und das war eine tolle Zeit. Das war also wirklich klasse. Du bist auch getauft. Ich bin auch getauft, ja. Auch in Neuss übrigens, auch in dieser Kirche. Du bist, und das können wir jetzt schon mal vorwegholen, auch bekennender Christ. Ich bin bekennender Christ, ja. Wie kam es dazu? Es gab ja mit Sicherheit einen Blitz. Oder wie kam es dazu? Erzähl bitte. Wie kam es dazu? Also ein Blitz war es eigentlich nicht. Gut, also meine Großmutter ist sehr bibelfest gewesen. Leider ist sie schon gestorben. Sehr, sehr gläubig. Und sie hat mir immer sehr viel über die Bibel erzählt. Mhm. Daher wusste ich auch schon sehr viel. Und dann kam natürlich der Kommunionunterricht, auch Bibelunterricht. Und ich fand das eigentlich immer ein sehr spannendes Buch. Also ich fand es immer sehr interessant, in diesem Buch zu lesen. Ich gebe zu, ich lese nicht viel in der Bibel. Mhm. Zu meiner Schande muss ich das gestehen. Aber es war immer sehr interessant. Und dafür hatte ich ja auch Oma. Dann bin ich runtergegangen. Also wir wohnten in einem Haus. Mhm. Meine Eltern, meine Schwester und ich. Wir wohnten in der oberen Etage und meine Großmutter wohnte in der unteren Etage. Und dann bin ich immer runtergegangen zu ihr in die Wohnung. Habe auch meistens mit ihr Hausaufgaben gemacht. Und dann haben wir uns über die Bibel unterhalten. Mhm. Also ich habe sehr viel erfahren über Mose, über Jonas, über Abraham und natürlich auch über Jesus. Und das fand ich immer sehr, sehr interessant, was dieser Jesus denn da so alles getrieben hat. Und natürlich war ich klein und fand es unglaublich spannend, habe zu Oma immer gesagt, lass mal das da vorne weg, fang mal mit der Kreuzigung an. Das war für mich immer eine ganz spannende Sache, wie er dann da reinkam, von Pontius zu Pilatus ging und irgendwie keiner sich, wie sagt man dazu? Kurzer Cut. Erzähl ruhig weiter. Ich erzähle ruhig weiter. Also wie er dann von Pontius zu Pilatus ging, das war eigentlich so eine ganz spannende Sache. Und wie gesagt, da sage ich so mal, fang doch gleich mit der Kreuzigung an. Ich finde das so spannend. Du bist auch Kirchgänger, bist in einer Freigemeinde, wo du des Öfteren mal zu Gast bist. Ich bin in einer Freigemeinde, wo ich öfter zu Gast bin. Genau, das ist die Elim-Gemeinde in Geesthacht. Ja. Ganz liebe Menschen. Also ich habe mich ein bisschen von der katholischen Kirche entfernt, eher dann zu dieser Freikirche. Komischerweise sind das Menschen, die unglaublich offen sind. Also ich fühle mich dort sehr geborgen. Wir fahren auch gemeinsam nach Norwegen einmal im Jahr zu einer Angeltour, auch mit der Elim-Gemeinde, also nicht mit der ganzen Gemeinde, sondern mit 8 Herren aus dieser Gemeinde. Ja. Und da haben wir wunderbar Gemeinschaft. Es ist ein tolles Erlebnis und wir haben sehr viel Spaß. Fangen leider keine Fische, aber das ist ja auch eigentlich nebensächlich. Ich möchte dir die Chance geben, auch mal einen Schluck zu trinken. Das ist lieb, weil ich ein bisschen schönes Wasser hier. Danke dir. Wir haben auch gleich ein paar Bilder vorbereitet, die werden wir sehen. Wir kommen jetzt mal zum Schauspieler Oliver Hörner. Schauspieler Oliver Hörner, du hast gelernt, wo genau? Also, wie gesagt, mit 14 habe ich ja dann die ersten Kontakte geknüpft zum Theater über Christian Quadflieg, der Marat inszenierte. Und von der ersten Leseprobe an war ich ja dabei und bin hinterher zu Christian Quadflieg gegangen und habe gesagt, Christian, ich würde gerne jetzt öfter kommen. Ich würde mir das gerne ansehen, wie so ein Stück entsteht und von der Leseprobe bis zur Premiere.
Aber mein Vater wusste nichts davon. Und ich hatte gerade Schulferien, Sommerferien. Und dann bin ich quasi hinter dem Rücken meines Vaters, der mich, nochmal um das zu wiederholen, eigentlich von dem Beruf fernhalten wollte. Warum? Ja, er wollte einfach kein altkluges Schauspielerkind haben. Also es gibt ja doch sehr, sehr viele Schauspielerkinder, ich möchte da keinen Namen nennen, aber das wollte er einfach nicht. Er wollte nicht genau das, was du eben erzähltest. Der Vater ist Schauspieler, die Mutter ist Schauspieler, dann wird der Sohn auch Schauspieler. Das wollte er nicht. Nein. Und er kannte oder er kennt natürlich auch den Beruf und weiß, dass das also ein sehr hartes Gewerbe ist. Dann hast du in München aber, glaube ich, deinen Schauspielunterricht genossen. Genau, ich war in München bei der Ali Wunsch König auf der Schauspielschule und habe dort quasi meine Ausbildung gemacht. Ja. Erstes Engagement, wo war das? Das erste Engagement, also eigentlich Statisterie habe ich zum ersten Mal gemacht mit 15. 15 war das, auch wieder in den Sommerferien. Freilichtspiele Jagsthausen bei der Ellen Schwiers. Da haben meine Eltern gespielt und ich habe sie besucht in den Sommerferien. Und da meinte Ellen, Junge, du kriegst ein Kostüm an, du gehst erstmal als Statist mit, um ein bisschen Bühnenluft zu schnuppern. Habe ich gemacht. Und dann habe ich meine Ausbildung angefangen und das erste Stück, das war bei Ida Ehre an den Hamburger Kammerspielen. Ah, hier in Hamburg. Und Sie wissen ja, Bibel TV sendet ja aus Hamburg und insofern, sage ich mal, große Ehre. Und das hat dir so gut gefallen, dass du gleich in Hamburg geblieben bist, ne? Oder bist du dann Hamburg untreu geworden danach? Nein, also Hamburg bin ich nie untreu geworden. Ich habe Hamburg irgendwann gefunden. Also durch meine Eltern, da sie auch Schauspieler waren, sind wir sehr viel in Deutschland rumgezogen. Also wir waren mal in Frankfurt, weil sie dort engagiert waren, sind dann nach München gezogen, haben dort 6 Jahre gelebt. Und irgendwann kamen meine Eltern mit nach Hamburg, also mit mir nach Hamburg. Und ich habe Hamburg kennengelernt und lieben gelernt. Und Hamburg ist einfach für mich die schönste Stadt Europas. Du hast gespielt an den Kammerspielen, wie ging es dann weiter? Danach kam dann die erste Rolle. Gibt es von den Kammerspielen übrigens ein Foto? Leider habe ich kein Foto mehr gefunden. Die habe ich an einer Pinnwand hinter Glas und das wollte ich aber jetzt. Aber Sie bekommen gleich noch schöne Bilder und schöne witzige Bilder, muss ich wirklich sagen. Da haben wir nämlich schon eben mal reingestöbert hier. Erzähl doch bitte mal weiter, ich habe dich gerade unterbrochen. Kein Problem. Es ging weiter, Kammerspiele, dann das nächste Engagement. Das war dann bei Ellen Schwiers, die mir eine große Rolle angeboten hat. Und sie hatte großes Vertrauen zu mir und ich habe auch ein sehr schönes Verhältnis zu Ellen Schwiers, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sie hat irgendwann zu mir gesagt, Oliver, was hältst du davon, wenn du den Franz spielst im Götz von Berliching? Also das ist ein sehr altertümliches Stück, wird wie gesagt in Jagsthausen aufgeführt, in der Originalkulisse dieser Burg, also dieser große Burghof. Dann hat man den Eingang dieses Burgtor und dann sitzen da ungefähr 2000 Leute. Also da wird eine Tribüne aufgebaut und ganz toll. Wie oft hast du das gespielt? Weißt du es noch ungefähr? Den Franz habe ich, glaube ich, 3-mal gespielt, also 3 Spielzeiten hintereinander. Aber wie viele Vorstellungen ungefähr? Wie lange muss man da? Wie viele Vorstellungen? Also ich glaube, wir haben ja auch mehrere Stücke. Da gab es dann noch das Märchen, wir haben noch die Musketiere gespielt, ja, wo ich auch fechten durfte auf so einem Burghof, war ganz toll. Also ich glaube, es waren insgesamt pro Spielzeit 25, 26 Vorstellungen. Und das hat dich natürlich auch geschult, ne? Das hat mich auf jeden Fall geschult. Also das ist, glaube ich, auch die beste Schule. Meine Schauspiellehrerin sagte irgendwann mal zu mir, also viel beibringen kann ich dir jetzt nicht mehr. Das, was du machen musst, ist auf die Bühne gehen, Erfahrungen sammeln. Und das war dann eben auch so. Also wie gesagt, nach dem ersten Engagement spürt man dann, wie das so funktioniert, weil die Bühne hat eigene Gesetze. Und dann ging es weiter. Wo ging es dann hin? Dann ging es nach Frankfurt an die Komödie. Dort haben wir, glaube ich, ein Bild. Hier genau. Das ist wunderbar. Mit Heidelinde Weiß. Die kennen Sie ja auch, liebe Fernsehzuschauer, Heidelinde Weiß. Da hat der junge, gut aussehende Oliver Hörner gespielt. Du siehst ja heute noch gut aus. Ne? Ja, aber damals habe ich halt im Kühlschrank geschlafen, da war ich frischer. Okay. Dann ging es weiter, du hast da gespielt mit Heidelinde Weiß. Mit Heidelinde Weiß. Dann nach Frankfurt ging es dann nach München ans Max 2. Da habe ich, glaube ich, auch irgendwo ein Foto. Sie merken, wir haben sehr viele Fotos vorbereitet für Sie, damit Sie auch ein bisschen was erfahren. Guck mal hier, das ist zum Beispiel Jagsthausen mit der Doris Kunstmann. Ich dachte erst mit Doris Kunstmann, das ist ein Weihnachtsmärchen. Nein, ist kein Weihnachtsmärchen. Das ist kein Weihnachtsmärchen. Also das ist dieser Franz und das ist Adelheid. Und Franz ist in Adelheid verliebt. Adelheid ist aber mit Weißlingen liiert. Und Weißlingen ist quasi der Chef von Franz. Und Franz, wie gesagt, verliebt in Adelheid und Adelheid möchte Weißlingen loswerden, also ihren Angetrauten, und verführt Franz. Und Franz ist ihr völlig erlegen und sagt ihr, ihm, bring doch Weißlingen um. Ich gebe dir Gift und bring ihn um. Und er macht das auch, der Idiot. Ja. Der Franz hat es gemacht. Doris Kunstmann, gute Partnerin, ne? Ja. Eine ganz mit einer tollen Stimme, mit einer Präsenz, eine tolle Frau. Hast du also auch viel von gelernt? Auch sehr viel. Also ich habe ich höre ja nie auf zu lernen.
Jedes Engagement, jede Arbeit, die ich mache, ich lerne immer wieder dazu. Man kann von erfahrenen Schauspielern, ich selber kann es beurteilen, ich bin ja mit Heidi Kabel unterwegs gewesen, wie du weißt, 300-400 Mal im Musikalischen, aber wir haben natürlich auch gespielt auf der Bühne und da kann man wirklich viel lernen und so hast du von diesen Schauspielern natürlich auch sehr viel Honig saugen können und sagen, das mache ich nicht falsch, das mache ich so genau wie die. Du hast auch vielleicht gearbeitet. Ich glaube, falsch machen ist das nicht das richtige Wort. Jeder macht ja Fehler. Natürlich, Fehler, ja, das ist klar. Aber ich glaube, man macht nichts falsch, man empfindet vielleicht anders. Also wenn ich zum Beispiel ein Stück sehe, wo ich auch die Rolle hätte spielen können. Also da ist ein junger Mann drin, ich sage jetzt mal extra jung, ich bin 41, aber ein junger Mann sag drin. Sag doch ruhig bitte nochmal 41, das ist, da brauchst du dich nicht schämen. Nein, ich schäme mich nicht. Junges Alter. Dankeschön. Ja? Wenn ich da eine Rolle sehe, denke ich, das hättest du vielleicht anders gemacht. Mhm. Ich sage nicht, dass der das da oben falsch gemacht hat, sondern ich für meine Person hätte es anders gemacht. Mhm. Natürlich lerne ich immer wieder auch aus den Fehlern, weil ich jeden Tag Fehler mache. Jeder von uns macht Fehler. Aber bei einem Stück sage ich immer, das ist nicht falsch, was der da oben macht, sondern es ist anders und vielleicht sogar besser. Dann geht's weiter. Ja. Wo warst du dann danach? Wir gehen das ja richtig chronologisch durch. Chronologisch? Alles können wir natürlich nicht zeigen. Wir werden auch gleich auf einen Ort zu sprechen kommen, meine Damen und Herren. Da sagst du gleich was zu. Da sage ich gleich was zu. Jetzt haben wir was Lustiges. Das ist genau, das ist ein Märchen und da spiele ich mit meinem Vater. Der Vater sitzt dort auf dem Throne. Er spielt den König und das war der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Dort habe ich mit Mutter und Vater gemeinsam auf der Bühne gestanden, was ein großes Erlebnis war. Dann ging es weiter. Wo warst du dann? Dann ging es weiter. Dann kam meine erste TV-Serie. Da wird es jetzt spannend. Und zwar war das in Ungarn. Ah ja. Damals auf Burg Wutzenstein hieß das. Wurde produziert für den SWR, glaube ich, war das. Waren das 3 Wochen, 4 Wochen, die du gedreht hast? Das waren 6 Monate. Ich war ein halbes Jahr in Budapest. Ja, oh, ja. Für 13 Folgen. Die Sprache hast du aber nicht gelernt. Hodzi Wodzi, glaube ich, weiß ich noch. Nepkustaschoschak, das heißt irgendwie Straße. Aber das war es dann auch. Deine Partner? Meine Partner, Kurt Weinzierl, leider verstorben, und Herbert Fuchs. Großer Schauspieler. Großer Schauspieler. Internationaler Schauspieler. Absolut, war, glaube ich, auch politisch sehr engagiert bei den Grünen in Österreich. Internationaler Schauspieler. Hat sehr viel Spaß gemacht und dort habe ich die ersten Filmerfahrungen gesammelt. Mhm. Dann kam schon die Rettungsfliege oder noch was anderes? Ach, nein, da kamen dann noch viele Theatertourneen. Ich habe 11 Tourneen in meinem Leben gemacht. Dann kam noch Ernst-Deutsch-Theater, hier zum Beispiel mit Jörg Plewer. Ah ja. Haben wir... Schule der Ehemänner gespielt. Ein sehr schönes Stück, Molière. In Hamburg. Natürlich. In Hamburg, auch wieder am Ernst-Deutsch-Theater. Ja. Hattest du Friedrich Schütter noch kennengelernt? Ja, mit dem durfte ich auch noch spielen. Ein toller Mann. Große Stimme. Große des Stimme Westerns. Des Westerns, absolut. Und mir als Science-Fiction-Fan natürlich auch noch bekannt aus Raumschiff Galactica. Du durftest mit ihm auch spielen? Ich durfte auch mit ihm spielen. Ich habe die Spanische Fliege von Arnold und Bach mit ihm gespielt. Wie hieß er da? Klinke. Irgendwie so hieß er, ja. Ja. Also ein ganz toller Mann, ein toller dann, Mann. Dann kam aber die Rettungsfliege, oder immer noch nicht? Immer noch nicht. Immer noch nicht. Du, ich meine, ich mache den Beruf schon ein bisschen länger. Also da ist wie lange bist du insgesamt jetzt dabei? Das ist eine gute Frage. Also wie gesagt, wenn man das alles so mitrechnet mit 14 und so, ich bin 41, kann man sich ja ausrechnen. Also, ja. Warst du gut im Rechnen in der Schule? Nein. Ich nicht, deshalb rechne ich nicht. Sag mal weiter, wo warst du? Okay, also dann haben wir hier noch ein nettes Bild aus Ungarn. Ja. Ungarn war schönes Wetter, nicht? Es ging. Also wir haben auf der Fot-Seite, also es gibt ja Buda und Pest, so rum. Und in Fot haben wir gedreht und wir haben in Pest gewohnt. Das ist auf der Elisabethenbrücke, auf der anderen Seite, oben auf der Fischer-Bastei-Seite. Ja. Und dort gab es das Hilton und dort wurden wir einquartiert. Schöne Zeit. Das ist nochmal ein Foto aus Schule der Ehemänner, genau. Und man sieht, im Theater wird man gerne mal verkleidet mit einer langen Perücke und Koteletten geklebt und so. Hat sehr viel Spaß gemacht. Viele, viele Bühnen hast du dann gesehen, ja. Aber dann kommen wir auf die Dreharbeiten der Rettungsflieger zu sprechen, denn 10 Jahre lang hast du mitgespielt in der erfolgreichen ZDF-Sendung, die unwahrscheinlich hohe Quote hatte. Mhm. Ich glaube, bis zu 7-8 Millionen hattet ihr so zum Teil. So viel waren es nicht, also es waren 4, 4,5. Das ist ja nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, also 18% Marktanteil. Also mit Wiederholung, 7 Millionen kommt dann hin, mit Wiederholung. Auf sicher. Genau, also da hast du ein bekanntes Gesicht und jeder, der dich sieht, sagt, Mensch, den habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Mhm. In der Tat, die Rettungsflieger haben dein Gesicht gefestigt fürs deutsche Fernsehen ich und glaube, fürs ja. Theater. Nicht? Da gibt es ein schönes Bild. Schönes Bild. Du warst Jan Wolke. Jan Wolke, genau, der Himmelsstürmer. Mhm. Als ich in diese Serie einstieg, hat man mich gefragt, ob ich denn so eine Vita haben möchte von dieser Rolle. Und da stand eben drin, Jan Wolke, Himmelsstürmer, möchte immer nach Hamburg zum SAR-Kommando, was ja auch wirklich existent war zur damaligen Zeit. Also der Hubschrauber ist ja wirklich über Hamburg geflogen.
Und dann bin ich einen Tag mitgeflogen, ja, im Originaleinsatz und einen Tag mit RTW gefahren. Und du hast auch selber den Pilotenschein? Nein, den habe ich nicht. Aber du fliegst? Ja, ich bin natürlich mitgeflogen. Fürs Fernsehen fliegst du? Fürs Fernsehen bin ich natürlich immer mitgeflogen. Aber es geht dann natürlich nur so, dass ein IP, ein Instructor Pilot, neben einem sitzt. Ja. Und ich tue dann so, als würde ich fliegen. Und als Bordmechaniker, der ich nun in dieser Serie war, war ich sowieso nicht das fliegende Personal, sondern eher der Reparierende und der Kartenlesende. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Tatsächlich. Die Zeit, du hast so viel gesprochen, es ist aber auch gut so. Wir haben viel erfahren von dir. Wir möchten doch noch mal wissen, einmal ganz, ganz kurz, wenn du beschreibst, was sind deine Zukunftspläne? Meine Zukunftspläne? Ich möchte mich mehr der Familie widmen, mehr Zeit mit der Familie möchte ich gerne haben. Meine Eltern sind auch nicht mehr die Jüngsten, deswegen möchte ich auch da mich noch ein bisschen involvieren. Und ich hoffe auf schöne Rollen, die noch kommen. Die werden vielleicht kommen, viele werden es gesehen haben und du wirst vielleicht die eine oder andere Rolle dann bekommen, wenn der nötige Regisseur geschaut hat. Das war unsere erste Persönlich-Sendung, die wir heute hier hatten und wir werden dich sicherlich nochmal wieder einladen, denn er hat so viel zu erzählen, wir sind gar nicht richtig durchgekommen, aber deine Rollen haben wir zumindest alle kennengelernt. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß und schalten wieder rein, wenn es heißt hier bei Bibel TV persönlich. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Spaß gehabt. Dankeschön, unser Gast. Ich danke dir. Der liebe Oliver Hörner und ich hoffe, Sie schalten wieder ein. Gott beschütze Sie. Ciao, ciao.